Auch wenn er im Stadtsaal zu Burkersdorf auftritt, seine neuen Grammys kann man José Feliciano nicht mehr nehmen. Er ist und bleibt ein Superstar und sein Weihnachtssong Feliz Navidad ist unter dem Christbaum nicht mehr wegzudenken. Feliz Navidad. Feliz Navidad. I think it is because it's a simple. Es ist ein ganz einfacher Song. Deshalb lieben ihn die Leute. A difficult lyric. Seit einigen Jahren erzähle ich den Leuten, wie ein Welthit entsteht. Mit einer Strophe und einem Refrain, den du manchmal spielst und denkst, okay, das klingt gut. Und auf einmal kommt ein super Welthit raus. Singen Sie daheim Feliz Navidad oder spielen Sie daheim Feliz Navidad? Nein. Thank goodness, I don't sing at home. Um Gottes Willen, daheim singe ich nicht. Ich feiere mit meiner Familie und spiele vielleicht auf der Gitarre ein paar Songs. Zu Hause mache ich keine Show. Not a show, nothing like that. Auf seiner neuen Platte gibt es noch mehr Weihnachtslieder, die er auf einer Tournee durch Österreich zum Besten geben wird. In den Konzertpausen wird sich der Musiker in seinem Haus in Leobersdorf zurückziehen. Der Mann ist so unfassbar erfolgreich. Ja, und er hat 120 Millionen Platten verkauft. Und wenn man denkt, mit wem der alle gemeinsam aufgetreten ist, mit Frank Sinatra, also das ist unfassbar. Der Mann ist eine lebende Legende und das ist eine... Wow, was für eine Ehre. Wie wichtig ist es Ihnen noch, auf der Bühne zu stehen? Es ist noch immer wahnsinnig wichtig für mich, denn wenn ich nicht auftrete, kann ich meine Rechnungen nicht bezahlen. That's how important it is.